Willkommen Freunde, und da sind wir auch schon wieder zurück zu Rise of the Tomb Raider. Yes, und zwar versuchen wir hier jetzt mal ganz kurz diesen Repeater zu deaktivieren. Oder deaktivieren ist freundlich gesagt, wir versuchen ihn zu zerstören, zu vernichten. So, das geht da ganz einfach, indem wir das hier klauen. Kommt man da rauf? Ich bin mir da nicht so sicher. Nee, da kommt man nicht rauf, aber da komme ich rüber, oder? Na, auch nicht, natürlich nicht. So, Moment, dann gehe ich hier rauf und komme ich da drauf? Ja, natürlich, ganz einfach. Was geht? Ich mache mir da so der Arbeit. So, und jetzt zerstören wir hier den Repeater. 3, 2, 1. Kommunikationsausfall, 4 von 5 Funktürmen zerstört. Yes. Wo ist der letzte? Da muss ich lang, will ich aber gar nicht. Ich muss hier rauf. Scheiße. Scheiße. Ich muss hier hin. Dieses Ding führt hier von da lang. Okay. Nein! Miss it! Okay, ich muss hier lang. Moment. Dieser Scheiß führt dahin. Gut. Ich weiß wieder wo lang. Also keine Probleme. So. Dankeschön. Nur ich glaube, das ist zu hoch, ne? Ich bild mir das jetzt nicht ein, oder? Ja, ich glaube, das ist zu hoch, ja. Nee, das ist das Falsche, Mann! Dankeschön! Das war das Falsche! Shit! What? Junge! Man lernt doch endlich das, was ich haben möchte! Mann! Scheiße. Ja, vergiss es, Alter. Vergiss es. Ja, was mache ich jetzt? Wie komme ich jetzt am gescheitesten dahin, Freunde? Am gescheitesten komme ich da jetzt hin, indem ich da raufgehe und dann da raufgehe. Ja, gut. Okay. Ist okay. Ist in Ordnung. Du jumpst jetzt runter. Nee. 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 Ich habe dir gerade was anderes vor. Freunde, als hier in den Eingang zu gehen, den ich eh noch nicht erkunden kann, weil mir noch immer ein Seilpfeil fehlt. Okay, und zwar brauche ich das da jetzt. From where are you from, my friend? Okay, Moment. Die Frage ist natürlich, Nummer 1, da liegt was oben drauf. Zur Hölle. Ja, natürlich spring drüber. Junge. So. Ey, ich springe nicht mal. Weißt du, ich springe nicht einmal. Danke, Mann. Dankeschön. Ich dachte, ich krieg das nie hin. Alter. Ja, Mann, ich habe es geschafft, Freunde. Yes! So. Mann, geh mir doch nicht auf die Nerven, Alter. Fehlende Ausrüstung, ab diesem Punkt brauchst du Seilpfeile. Brauche ich nicht, Mann! Ich halte mich hier an und rutsche hier runter. Mehr ist es nicht. Komm ich hier rauf? Nein, natürlich nicht. Nee. Ich komme hier nicht voran. Ein Fuchs! Fuchsi! Fuchsi! Hey! Ich muss rausfinden, was sie wissen. Fuchsi, wo bist du? Ich habe einen Fuchs gesehen, den möchte ich haben. Das tote Rähchen hier. Fuchsi, Luxi, Wuxi. Wo bist du? Lauf mir doch nicht weg. Hallo. Wo bist du denn? Ja, jetzt ist er weg. Jetzt finde ich ihn nie wieder. Mann, ist das traurig. So, gib her den Scheiß. Danke. Okay, dann machen wir es auf die altmodische Art und Weise. Wir klettern da jetzt rauf.
und versuchen trotzdem nochmal auf der anderen Seite da drauf zu jumpen, weil, ne, versuchen kann man ja alles mal. Na Mann, Alter, was soll der Scheiß? Mann. Ich versteh's einfach nicht. Was soll denn das? What? What? Da bin ich gar nicht runtergesprungen, Mann. Noch höher. Ich soll zum Basislager gehen. Ja, aber was bringt sich das? Kann ich jetzt schon wieder eine neue Fähigkeit nutzen, oder? Ich verstehe es nicht. Ich brauche Seilpfeile. Stand da gerade. Das bedeutet aber wiederum, dass ich eigentlich jetzt die Fähigkeit brauche. Ja, ja, Tomb Raider. Tomb Raider ist gut. So, so, jetzt habe ich Basislager. Habe ich eine neue Fähigkeit? Null Fähigkeiten, aber ich habe eine Waffe, die ich upgraden kann. Ja, dann... Ich will aber nicht... Ich will diese hier upgraden, verdammte Scheiße. Ich brauche verdammte Seilpfeile. Was willst du, hä? Was willst du mir geben, hm? Ich nehme den Schaden natürlich. Was geht? Wow. Und jetzt, was bringt sich das, Mann? Ich bin hier. So, weißt du, ich folge jetzt nur noch diesem Strahl. Hoyard! Dankeschön. Nee, 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 nee. Ich halte mich hier fest, springe hier rüber, halte mich hier nochmal fest. So, jetzt bin ich da. Jetzt muss ich hier rauf. What? Nein! Nein! Ja, toll. Mann. Zack. Anhalten, anhalten, rüber jumpen und trotzdem noch anhalten. So lebt es sich lang. Sag mal, bist du schwerst behindert, oder? Ich gehe nach links. Ich drücke da die ganze Zeit nach links, du scheiß Frau, Mann. So. Wo lang? Okay. Was, Breitband-Kletterpfeile? Lass mich in Ruhe mit dem Breitband-Scheiß. Ich hab da nix. Breitblatt, okay, okay, okay. Hat sich erledigt. So, Mann. Ich brauche hier gar nichts, wie du siehst, Junge. Ich bin da oben hier. So. Wo lang? Okay. So, ich schreie ein bisschen viel rum gerade. Ich weiß, aber es ist einfach nur nervig gerade, dass da überall steht, hey, du bist einfach zu schlecht für das Game. Du bist einfach zu schlecht. Dir fehlt noch was. Zu schlecht, Junge. So, danke. Oh, geil. Diese Inschrift scheint auf etwas in der Nähe zu deuten. Nice. Münzverstecke entdeckt. Nicht, Sir. Nee. Du hast gar keinen Kontakt, Junge. Oh, scheiße. Mann, gib ihr doch! Wieso hast du ihn nicht angegriffen, du? Mann, was soll der Scheiß? Ich hau die ganze Zeit drauf, aber macht nichts, Mann. Ja, plünder ich die halt aus, ne? Ist ja kein Problem. Oh Mann. Ey, ohne Witz, ich hau die ganze Zeit drauf, was das Zeug hält, aber es hilft nichts. Es hilft einfach gar nichts. Ich hab gedrückt und gedrückt und gedrückt. Was ist das?
Noch mehr Sowjetpropaganda. Die Nacht wird uns nicht an der Arbeit hindern. Nice, Bro. Muss da rauf. Okay, dann gehen wir mal da durch. So, 1, 2, 3 und die Tür ist offen. Alles vorbei. Vorratschuppen. Nutzen Sie byzantinische Münzen, um den Ausrüstungstechniker von Trinity Objekte abzukaufen. Ah, nice. Geil. Hi, mein Friend. Hör zu, ich bin auf eurer Seite. Ich arbeite hier als Wartungstechniker für Trinity, aber ich muss unbedingt hier weg. Diese Leute sind verrückt. Ich habe Ausrüstung gelagert. Sie gehört dir, wenn du zahlen kannst. Ein paar fehlende Dinge fallen dir nicht auf, aber wenn sie Lunte riechen oder mich mit dir sehen, bin ich tot. Danke. Ich brauche nicht zurückverfolgbares Geld für den Ernstfall. Vorzugsweise Gold. Meinst du, wir haben einen Deal? Mal sehen, was ich auftreiben kann. Mal sehen, was ich auftreiben kann, Bro. Ich weiß, ich habe schon zweifelhafte Jobs gemacht. Und ich weiß, dass du das nicht gut findest. Aber diesen Vertrag konnte ich nicht ablehnen. Ich will schon seit Jahren für Trinity arbeiten. Sie sind diskret, die Bezahlung ist Wahnsinn. Sie haben immer irgendwas. Und jetzt bin ich hier und will wieder weg. Wir sind in einer verlassenen Sowjetanlage, mitten im Nichts. Niemand sagt uns unwichtigen Externen, was los ist. Aber ich glaube, wir verhelfen ein paar echt miesen Typen zu einer Atombombe oder etwas ähnlich Furchtbarem. Und das wäre noch der beste Fall. Melde dich, wenn du das liest. Ich habe uns einen sicheren Kanal im Netzwerk verschafft. Bei einer solchen Operation bräuchten sie bessere Sicherheitsmaßnahmen, aber dafür haben sie wohl mich engagiert. Nice, Bro! Nice! Leute, das war's mit Rise of the Tomb Raider für heute. Ich weiß, etwas kürzer als 15 Minuten, aber trotzdem hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Auch wenn ich heute ein bisschen viel rumgeschrien habe. Aber es geht einfach nicht anders, wenn man immer die ganze Zeit am selben Fleck stecken bleibt. Okay? Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal, euer Liscadio. Ciao! Und da ist die F9.